nächste Künstlerin. Rastet aus für Frau Lore! Parat, Gebitz, Wichitz, noch Funken an. 1, 2, 3, der erste Knubbel für. So, ja, danke, dass ich nochmal lesen darf. Und ihr seid selber schuld jetzt, ne? Das wisst ihr, oder? Ja. Ich bleibe bei meinem Thema und gerade habe ich euch recht in Ruhe gelassen, aber jetzt müsst ihr eskalieren und nicht ich. Also ich brauche eure Unterstützung, denn das wird ein Mitmachtext. Wir spielen jetzt alle zusammen ein Spiel und darauf freue ich mich schon ganz lange, weil je größer das Publikum, desto lustiger das Spiel. Und ich hoffe, ihr habt Bock, so ein bisschen mitzumachen. Ich baue total auf euch. Also normalerweise muss man ja den Poeten immer komplett in Ruhe lassen, wenn man ein aufmerksames und tolles Publikum ist. Und jetzt dürft ihr das mal komplett anders machen. Ihr dürft wirklich, und ich bin euch dann auch nicht böse, den ganzen Text über reinrufen. Oder auch reinschreien. Aber immer nur so ein bestimmtes Wort. Und ich werde euch die Regeln vorher nicht erklären, denn ihr kennt die alle. Gehe ich von, ich habe es schon gehört. Also, wir spielen ein Spiel. Saunabesuch, Penisspiel. Meine beste Freundin arbeitet erst seit ein paar Wochen als Lehrerin und ist überrascht, wie stressig es vor den Halbjahreszeugnissen sein kann. Deshalb Entspannungswochenende, Saunatag mit Massagen und Büchern und Ölen und allem Klimbim. Bis jetzt seid ihr noch recht lahm, finde ich. Wir fuhren also zur Sauna. Im Auto erzählte meine Freundin von ihren ersten Erfahrungen mit Schülern. Insbesondere, dass sie nicht versteht, warum Schüler ständig und überall Penisse malen müssen. Hab ihr gesagt, dass ich darauf schon gar nicht mehr achte und ich es nicht schlimm finde, wenn die Penisse malen. Ich finde eher die Hakenkreuze bedenklich. Aber es ist ja nicht nur das Malen, meinte sie. Ob ich das Penisspiel kennen würde, ich lachte mich halb kaputt. Das Penisspiel scheint schulübergreifend zu existieren. An meiner Schule sind die Regeln allerdings ein bisschen anders als an ihrer Schule. Bei uns ist wenigstens klar, wie das Spiel ausgeht. Die Regeln für die, die das Spiel nicht oder auch nur angeblich nicht kennen, sind so. Spielplatz, Unterricht. Am besten ein Fach ohne Klausuren, der Super-Jackpot aus Schülersicht auch noch ohne Noten, ja, das gibt's wirklich, und am besten eine Klasse in der Mittelstufe mit vielen pubertierenden Jungs. Leicht zu erkennen am Geruch in der Klasse, ob ihr im Spiel seid oder nicht. Wenn es in der Klasse entweder extrem nach Schweiß oder extrem nach Deo stinkt, dann sind sie im richtigen Alter fürs Penisspiel und ihr seid in the game. Ein Schüler, männlich, denn es ist ein männliches Spiel, ein Spiel für echte Männer, für die Harten halt, fängt dann an, ganz, ganz leise Penis zu sagen. Der Nächste muss ein bisschen lauter Penis sagen als der Erste, der Dritte dann noch etwas lauter als Nummer 1 und 2 und so weiter. Und ihr seid immer noch ruhiger als jede Klasse, die das bisher gespielt hat. Also dann hört der Lehrer einen Schüler und wer da erwischt wird, muss in den Trainingsraum und einen Zettel schreiben, den ich dann später unterschreiben muss, auf dem der Schüler dann geschrieben hat, dass ihm das mit dem Penisspiel voll leid tut und er das Spiel nie wieder spielen wird, was natürlich nicht stimmt. Das weiß der Schüler und ich weiß das auch, aber so sind halt die Regeln, um das Spiel zumindest für diese Unterrichtsstunde zu beenden. Nun gibt es an der Schule meiner Freundin aber ein Problem, denn die haben keinen Trainingsraum und deshalb gibt es leichte Probleme mit dem Ende des Penisspiels. Sie guckt mich mit weit aufgerissenen Augen an und sagt, ey, dann schreien da 20 Jungs wie wild, Penis, 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 durch die Klasse und ich kriege die nicht ruhig. Meine Freundin ist 1,52. Ich bin echt gestresst. Ja, meine Freundin sieht auch voll fertig aus. Das Penisspiel kann sehr auslaugend sein. Nun aber Sauna, Entspannung. Wir ziehen uns aus und gehen erstmal in die Dampfsauna. Sehr schön. Nun bekommt meine Freundin auf einmal einen Lachanfall. Ich frage sie, was los ist. Sie meint, sie kommt nicht weg vom Penisspiel. Weil Sauna ist irgendwie Penisspiel in echt. An der Stelle konnte ich mich dann auch nicht mehr halten und fiel ins Lachen ein. Die Typen gegenüber von uns guckten schon so seltsam. Ich grinste den Typen an, guckte nach unten, beugte mich zu meiner Freundin und flüsterte, Penis. Sie flüsterte es etwas lauter zurück. Wir mussten dringend aus dieser Dampfsauna raus. Ich ermahnte, dass wir uns nun wieder benehmen müssen. Schließlich ist das hier eine Sauna und da darf man nichts Sexuelles machen oder sagen, sonst fühlen die anderen sich unwohl. Meine Freundin betrachtete gerade das beeindruckende Gemächt des Typen unter der Dusche und flüsterte, Riesenpenis. Ich unterbrach meinen Satz, wo? Ach, scheiß drauf, lass uns einen Spaß draus machen und Penisspiele erfinden. Das hier ist das Penisspiel für Erwachsene. Und wenn wir das Handy dabei hätten, könnten wir Fotos machen und ein Penismemory basteln. Das wäre doch mal was.
Wir überlegten, wie wir das Penisspiel modifizieren könnten, um ein richtiges Battle daraus zu machen. Wir entschieden uns, uns auf eine Art Suche zu begeben. Nur Penis ist zu langweilig, lass uns aufteilen. Du kriegst die Blutpenisse, ich die Fleischpenisse oder andersrum. Auch egal, ich bin da nicht so wählerisch. Ich habe auch noch nie eine Statistik darüber gelesen, welche Art von Penissen häufiger ist. Deshalb ist das jetzt echt mal interessant. Da wir beide leidenschaftliche Soziologiestudentinnen waren, waren wir von diesem Forschungsprojekt direkt angefixt. Und so saßen wir also in den Saunen und zählten Fleisch- und Blutpenisse und teilten uns nach dem Saunagang im Ruhebereich unsere Zahlen mit. Aus Langeweile überlegten wir, ob man das nicht noch weiter ausbauen könnte, so beschnitten oder nicht. Körperbau und Penisform, gibt es da Korrelationen? Warum erforscht sowas eigentlich niemand? Es gibt doch über alles Statistiken. Es lief recht ausgeglichen, stellten aber noch andere faszinierende Dinge fest. Zum einen, dass wir uns gerade unfassbar sexistisch finden und wir dann darüber diskutiert haben, ob die postmoderne Form der Emanzipation nicht Sexismus sein muss, so als logische Folge aller Ironie, oder ob das erst recht bedeuten würde, sich patriarchalischen Herrschaftsstrukturen zu unterwerfen. Diese Diskussion haben wir aber auf einen angezogenen Zustand verschoben, denn wir stellten irritiert fest, dass wir einige dieser Typen ja gesichtsmäßig toll gefunden hätten, von vorn vielleicht auch noch, aber der Hintern, also die Penisse waren nie das Problem. Selbst der schäbigste Typ kann noch einen wunderschönen Penis haben, aber selbst der schönste Mann kann einen extrem hässlichen Hintern haben. Wir wussten nicht ganz genau, welche Schlussfolgerungen wir aus unserer Beobachtung ziehen sollten. Vielleicht überdenke deine Prioritäten. Jedenfalls hatten wir einen interessanten Feld, Forschungs-, Wellness-, Soziologie, Uschis Mädelstag. Und dann soll noch mal jemand sagen, empirisches Arbeiten macht keinen Spaß. Dankeschön. Penis! Frau Lore!